Mask hackt, glaube ich, ein bisschen krasser als dieser Suspect. Damn, girl! Overwatch! Review. Aber heute gute Fälle, bitte. Danke. Heute easy. Ach, das ist zwei. So, warte mal, warte mal, warte mal. Ich brauche hier mein Zeug. So, du Penübel. Warte mal kurz. Geh vielleicht so hin. Dann sieht man auch das Schild, ne? Ja, ja. Jetzt gönn uns mal ein cheaterfreies Spiel. Er trifft ihn noch nicht mal, Alter. Übrigens, Leute. Klabusterbeere möchte wissen... Bist du selbst auch erregt? Dein und mein Partner, wenn es darum geht, Skins zu kaufen und zu verkaufen. Ja, weißt du Bescheid. Und sein Partner ist auf jeden Fall nicht ekelhafter Kack. Mann. Mach mal hin, Mr. Wallhack. Zeig mal, was du so kannst. Wo sind die Flaschen geflogen, Alter? Er trifft nicht. Er weiß, wo er steht. Er trifft nicht. Wo ist ein Magnus? Das gibt's doch gar nicht. Was macht er denn? Was ist denn das für... Ah, aha. Ah, ja, jetzt hat er die andere Taste gefunden, die wiederum dann auf den Kopf zielt. Wenn Wallhack nicht reicht. Guck mal, er kriegt es nicht hin, ohne. Er sieht den Feind durch die Wand und weiß, wo sein Kopf ist. Und er... Hopp, macht Jürgen, renn durch. Können wir kurz den Anfang sehen. So. Wie er so hinterher zuckelt. Warte, ach scheiße, die sind alle schon weg. Oh, 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 pass auf, Short kommt und er weiß es. Oh, da hat er aber gerade eben... Da hat aber gerade eben der Aim Assist, dem da den Arsch gerettet. Ja, okay, komm, also wir müssen uns das jetzt nicht mehr länger anschauen. Durch den Stein da. Ah, ja. Wow. Komm, wir gucken mal nach seinen Stats. 29,5. Der zweite. 8. Der ist der Cheater hier. Kann ich bitte mal zum Ende des Falles kommen? Danke. Was ist denn das für ein riesiger Monsterfall, sag mal. Ich spule vor, nehme schon 5 Minuten auf. Ah, yes. Danke. Aim, yes. Vision, yes. Other, no. Briefing, no. Such mit. Bitte gib mir direkt einen neuen Fall. Hör auf, mich zu erstechen. Komm, ich geh mal kurz auf den Desktop. Und geh wieder rein. Er sticht mich immer noch. 4 bis 6 Wochen später. Ich weiß übrigens den Knife-Gewinner schon, aber ihr noch nicht. Gaben, bitte komm jetzt, hopp. Weißt du, er weiß doch schon, was im nächsten Fall ist. Und zwar ein Cheater. Aber immerhin ist ja bald eine neue CSGO-Operation am Start, habe ich gehört. Also, auf eine Kleinigkeit kann man sich bei CSGO doch wieder freuen. Aber jetzt hier so ein Fall. Ach, der war auch erfreulich. Sag ich hier direkt. Oh, oh mein Gott. Was ist das für ein Riesenfall? Ah, das 2. Der sieht doch schon wieder durch die Wand. Das sehe ich doch von hier, dass du durch die Wand glotzt, der B***. Oh, er hat keinen Headshot gemacht eben. Oh, der ist wahrscheinlich legit. Fike! Was macht der das? Ein Tag vergeht und der Schuss, komm, ich geh doch in den Fall. Aus der Wand, in den Kopf. Und dafür habe ich jetzt 3000 Jahre gewartet. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt für einen Hardcore-Move? Na, er will ihn abfackeln. Mit einem komplett schlecht geworfenen Molly. Er weiß, wo der Gegner steht, aber kann halt sonst nichts. So wie es bei allen Hackern ist. Info ohne Ende, aber halt einfach kein Können am Start, um irgendwas damit machen zu können. Jetzt steht er sich ins Bit rein und wartet. Oh mein Gott. Jetzt macht er noch einen Teamkill. Also Griefing ist am Start. Ja, Knife ein bisschen in die Wand. Das macht Spaß. Gerade für so einen Geschädigten wie dich ist es wahrscheinlich herrlich. Wie macht er den jetzt? Wie macht er den jetzt? Ich will's wissen. Ich glaube, der macht den raffiniert. Guck mal, sein Mate rennt übrigens gerade auf B. Der Grief verdichtet sich. Also wenn der Teamkill schon kein Grief war, dann war das auf jeden Fall... Ach ja, ich verstehe schon. Hanebombe, Alter. Wir machen... Und da sind wir auch schon wieder mit diesem Fall durch. Aim Assist, ja. Vision, yes. Other? Yes? Fockel? Gleich werden wir auf den zweiten Account wechseln und da auch ein paar Overwatches anschauen. Aber eins will ich hier noch auf dem Main, komm. Gönn mir nur eins. Bitte. Warte, warum muss ich nur aufregen? Wisst ihr noch? Ah, die geben einem nie Overwatches. So ein Scheiß. Es klappt nicht. 346 Minuten später. Ein neuer Fall. Was ist mit Counter-Strike los? Du brauchst Jahrzehnte, bis du Matchmaking bist. Du kriegst Fälle alle paar Schaltjahr mal zugesandt und dann braucht es 4 Stunden, bis er geladen ist. Es ging früher alles. Bitte kein Das 2. Bitte. Jetzt können wir hier wenigstens einen gescheiten Fall. Okay. Na, der Headshot könnte ja vielleicht noch irgendwie echt gewesen sein. Dennoch sucht er ihn ziemlich bestimmt.
Und jetzt hört er auch einfach auf, da oben hinzuwandern, als wüsste er, dass da jetzt akut keiner mehr ist. Mhm. Das ist so der... Weißt du, ich weiß genau, es ist einfach so ein kleines 15-jähriges Kind, das da hockt und sich einen abkeult auf seine krassen Skills, die er da gerade hat. Also, was sehen wir denn hier? Vision Assist? Yes. Aim Assist? Eben an der Kante sah es kurz danach aus, weil er aimt halt sonst echt wie ein Dumbatz. Aber das vorhin, dieser Headshot da, der ging schon gut rein. Da müssen wir jetzt nochmal kurz gucken. Ich hoffe halt, dass er nochmal in den Close Fight geht, weil auf die Entfernung, die Gegner treffen ihn eh nicht, ist wahrscheinlich, was weiß ich, möglicherweise sogar Silber-Elo. Und da hat er halt auch genug Zeit, um dann eben die Gegner Stück für Stück niederzumachen. Die, ja, treffen ihn nicht großartig. Was passiert jetzt hier? Er kann halt auch einfach rumlaufen, von hinten rankommen, hat natürlich überhaupt keine Gegenwehr zu befürchten, weil er sieht, ob sie sich gerade, also was sie gerade machen, in welche Richtung sie schauen. Und so kann er sich natürlich Zeit lassen, um auf den Headshot zu gehen. Also ich würde sagen, hier ist nur Vision Assist am Start, kein Aim Assist. Mit viel Glück kann er wieder close ran, ja. Na, also das ist halt einfach, weil er ja seinen Vision Assist bereits hat. Er kann damit ja schon auf Kopfhöhe sein. Er weiß, wo der Gegner gleich sein wird und bumm, draufgeben. Jetzt gibt er ihm hier sogar durch die Tür. Ich hoffe, er wird, das sah halt jetzt echt nicht normal aus. Vor allem mit seinem ultra verkackten Aim. Also das eben, das Wegziehen hat gewirkt wie Aim Assist. Wenn man sich seine sonstigen Sachen so angeschaut hat, wie lahm der ist und, ne. Na gut, ich meine, jeder macht mal so einen Luckshot. Also pass auf, hierfür wird er eh gebannt. Hier bin ich mir nicht sicher, aber wahrscheinlich schon. Ich drück's aber trotzdem nicht. Zack! Zweit-Account! Willkommen beim Faunas-Besucher. Hey, hey, hey. Fall, laden. Komm, der geht flott. Guck mal, wie der zieht. Das waren jetzt 30 Sekunden oder sowas. Lächerlich. Aber bitte kann... Bitte, ist das ein Fehler. Bitte. Das ist nur in mein Bildschirm rein. Mask hackt, glaube ich, ein bisschen krasser als dieser Suspect. Oh, der hat einen Spinbot. Aber er hat Aim Assist. Hat er das eben gesehen, dieses Hochziehen? Das sah aus, als hätte er Spinbot, nur ohne dass er auf den Boden guckt. Pass mal auf. Ja, Gottes Willen. Also nicht Spinbot, aber halt ein Aim Assist. Also, hier haben wir die Hacker-Lobby des Grauens. Sein Mate hinter ihm hackt auch, die drei. Die zwei Gegner haben eben, also der eine hat reingespinnt und der andere, hat er auch reingespinnt? Das müssen wir uns ganz kurz langsam angucken. Er schießt so 5 Gegnerbreiten neben den Gegner und trifft. Ja, da, guck. Mask, also die 3 ist auch am Hacken. Gegen Sonade ist auch am Spinbotten. Dann ist Toaster auch am Spinbotten. Auf der Mitte 4 Leute hacken. Der da hinten Bunnyhoppt, glaube ich, am T-Spawn. Bin mir nicht ganz sicher. Das könnte jetzt einfach nur Schmarrn sein. Pass auf. Das sieht so dumm aus. Ich schieß und ziel auf den Gegner. Und er ist fast tot. Also Sonade hat einen ganz schlechten Hack. Hier. Mr. Suspect. Der hat die krassen Dinger am Start. Der hat bestimmt 5er ausgegeben. Damn, girl! Oh, shit! Ah, ja. Aha. Mr. Suspect Herlino. Weißt du, da muss man noch so ein bisschen was draufpacken, dass man nicht mehr so leicht getroffen wird. Also, Ostrich, der andere Spinbotter bei den Gegnern. Diamond scheint übrigens auch reinzuhacken. Also, noch ein weiterer. Wir haben jetzt hier schon 5 Hackende. 5 einzelne Menschen, die sich gedacht haben, heute bin ich mal ein richtiger... Watch your profanity. Da, der Blaue, hackt wahrscheinlich nicht, der hat die Schnauze voll. Aim Assist, Vision Assist, Griefing, naja, lass ich jetzt mal weg. Weitere Fälle, hallo. Frauenarztbesucher, machst du bitte mal? No! Okay, machen wir halt mal kurz aus. Sehr, sehr, sehr viel später. Ach Gott, ein neuer Fall, das ging jetzt aber flott. Bevor ich jetzt hier drauf drücke, wünschen wir uns alle ganz fest vom Christkind. Dass es kein Das 2 ist, okay? Los. Ich hoffe, ihr habt fest genug gewünscht. Oh mein Gott! Ah. Jetzt bekommt jeder von euch zu Weihnachten eine schöne Mandarine. Oh. Nee, es schmerzt schon fast, oder? Es schmerzt schon ein bisschen. Ja. 60 Sekunden für 8 Minuten warten, okay. Na, wisst ihr was? Einen Fall hätte ich schon noch gerne. Also ich habe die Hoffnung, dass ein normaler Fall an den Start kommt. Hier, auf dem Frauenarzt. Und damit stehe ich mit meinem Namen. Ich mache jetzt so lange schnell einen Wingman. Kann man die Zeit zumindest sinnvoll... Wie ist mein Ping? 16. Und das Spiel vorhin. Sorry, aber ihr Ping ist 16. Ich guck nach Pings um 200 rum. Hallo? Nice. Kommen wir erst nicht hier durch zu 0, oder? Haben wir das Valley kann sie Core? Ja, oder? Ja. Gib mir meine Klatsch. Hast du gut gemacht. Ja, ist nicht schlecht gewesen eben. Hast du gut gemacht, komm. Und jetzt kommt der letzte Fall, na also.
Und das ist jetzt wirklich der beste Fall der Welt. Bitte kein Das 2, auch obwohl mittlerweile ist mir egal. Ach so, ja dann. Ah, okay. Hm. Immerhin spinnt er nicht. Das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang. Natürlich ist damit noch nichts gewonnen. Es ist aber schon mal angenehmer zu schauen. Ah, nee, der Gegner spinnt. Guck mal, Johanna, oder wie er heißt, auf Short. Ich wollte sagen, der Blaue. Der Gegner halt da, der... Seal killt ihn. Ist Seal dann auch am Hacken? Die lassen B einfach offen. Okay, er kann durchgehen. Ich weiß nicht, was er da jetzt gerade macht. Was das... Ah, ja, Mitte ist am Spin-Button. Und zwar hart. Also, Wallhack am Start. Aim Assist am Start. Blöde Mollys. Yes. Spinbot. Gut, aber das war auch irgendwie klar, oder? Wenn schon die Gegner spinbotten, dann muss hier auch irgendwas passieren. Immerhin bringt der Trust-Faktor die Cheater auf einen Haufen, aber die paar Legends, die halt da mit drin hängen, das tut weh. Naja, gut, was soll's. Komm, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefallen die Sachen, so wie ich sie jetzt mache, besser. Früher habe ich Overwatch ja pro Fall hochgeladen. Jetzt mehrere Fälle in einem. Vor allem könntet ihr auch gar nicht mehr in einem Video nehmen. Also, ne, ich habe ja früher mitunter auch ungeschnittene Overwatches hochgeladen. Das kannst du ja komplett vergessen. Und ganz durch sind wir noch nicht, denn ich möchte an dieser Stelle natürlich noch meine Kanalmitglieder und Patreons benennen. Wir haben auch wieder ein neues Kanalmitglied hier auf YouTube und einen neuen Patreon auf Patreon. Ach was? Und zwar ist hier bei den YouTube-Kanalmitgliedern noch Nasticore mit am Start. Wir haben also Nasticore, Christoph F., Chaos Dämon und Angrab als Kanalmitglieder hier auf YouTube. Vielen Dank dafür. Seit letzter Woche sind doch endlich alle Kanalmitgliedschaftsstufen drin. Ne? Diese Preisklassen 1,99, 4,99, 9,99. Bei 1,99 sind die Emotes alle schon mit dabei. Man kann sie jetzt endlich auch bei den YouTube-Kommentaren benutzen. Also wenn man halt einen Kommentar schreibt bei mir auf dem Kanal. Und bei den Patreons ist, man glaubt es kaum, auch Nasty hinzugekommen. Somit sind die aktuellen Patreons Nasticore, Sir Drop, Danana, Bad Wolf, Mr. Adrian, Zeppel, GeForce und Miner's Win. Vielen Dank dafür, Leute. Haut da rein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Dominierst du auch zu Hause?